Ja, ganz herzlich willkommen im Kreativatelier Aufblühen. Heute geht es um Mutterkraut, diese hübsche Pflanze. Vielen Dank nochmal an Ines, eine YouTube-Abonnentin, die mir vor einigen Jahren Samen dazu geschenkt hat. Mutterkraut ist eigentlich eine mehrjährige Staude, aber nur bedingt winterhart. Das heißt, bis zu 12 Grad überwintert Mutterkraut sehr gut und samt sich aber auch selber aus. Also das heißt, wenn ihr es einmal im Garten habt, dann kommt es eigentlich auch immer wieder. Ja, was wir damit Schönes machen. Und hier in meiner linken Hand habe ich ein Nähgarn. Das verrate ich euch jetzt. Ja, ihr braucht heute eine Glasschale gefüllt mit Wasser. Und dann braucht ihr natürlich Mutterkraut, Tanacetum. Und ihr braucht einen selbstgemachten Clematis oder Knöterichkranz. Wie ich den geflochten habe, das zeige ich euch in einem anderen Video in der Videobeschreibung. Und dann nehme ich heute Nähgarn, Bindfaden. Und zwar ist es dadurch, dass ich das benutze, komplett nachhaltig, also kompostierbar. Und wenn das irgendwann eingetrocknet ist und mir gefällt es nicht mehr, wobei Tanacetum sich zum Beispiel sehr gut auch in Trockenblumensträußen hält, dann kann ich das komplett, wie es ist, auf den Kompost schmeißen und es ist 100% kompostierbar. Ja, ihr wisst ja, dass ich eine nachhaltige Blumenfarm habe und auch nachhaltig arbeite. Und da ist es mir natürlich auch immer wichtig, Deko-Tipps zu geben, die für die Natur wirken und nicht gegen sie. Und ich zeige euch jetzt erstmal, dass ich mein Tanacetum auseinandernehme und in so fingerlange, also vom kleinen Finger aus gemessen, fingerlange Teilstücke unterteile. Und das mache ich jetzt erstmal, dass ich dann so ganz kleine Sträußchen bilden kann. Und diese kleinen Sträußchen binde ich dann mit meinem Nähgarn auf meinen selbstgemachten Kranz. Ja, dazu nehme ich jetzt erstmal meinen Kranz in die linke Hand. In der rechten Hand habe ich meinen Nähgarn. Und ich habe jetzt hier braun gewählt. Das fällt dann so gut wie gar nicht auf. Ich halte mir einfach den Nähgarn mit der linken Hand fest und wickel mit der rechten so ein, zwei, dreimal einfach rum, damit ich einen schönen Anfang habe. Und diese Seite vom Nähgarn, die lasse ich jetzt einfach ein bisschen so im Kranz verschwinden. Und so habe ich einen guten, stabilen Anfang. Und dann mache ich mir kleine Sträußchen, wie eben schon erwähnt. Und zwar immer so, dass so ein kleines Bündel entsteht. Das lege ich dann da, wo mein Nähgarnanfang ist, auf die Stiele, lege ich auf, nehme dann mit der rechten Hand meinen Nähgarn und gehe um die Stiele herum. Ich binde die Stiele fest auf meinen Kranz. Das mache ich so ruhig 3-4 Mal. So, und wenn ich das habe, dann nehme ich mir schon wieder mein nächstes Bündel und gucke, dass sie so in etwa gleich groß sind. Und dann lege ich das wieder auf. Und zwar nehme ich mein Bündel so, dass die Köpfe, also der obere Teil des Bündels, auf den Stielen des Vorgängers liegen. Und zwar so, dass es so ein schöner Übergang ist. Dann nehme ich wieder meine Nähgarnrolle und binde die fest. Und ihr werdet so ein bisschen Gespür dafür entwickeln, wie fest ihr das ziehen soll. Wenn ihr zu fest zieht, dann kracht der Faden natürlich durch. Oder die Stiele, den tut es auch nicht unbedingt gut, aber die Stiele vom Mutterkraut sind eigentlich auch sehr stabil. So, jetzt mache ich mir wieder ein Sträußchen und packe mir das so schön als kleines Bündel zusammen und lege es wieder einfach oben drauf. Dann binde ich es wieder fest und so verfahre ich jetzt Bündel für Bündel, bis ich hier an den Schluss gelangt bin. Und da zeige ich euch dann, wie ich das Ende mache. Ja, ihr seht, ich bin jetzt schon weit gekommen und hier habe ich jetzt mein letztes Bündel. Das mache ich möglichst noch mal richtig voluminös, also richtig schön viel Blüten rein. Und dann gucke ich, dass ich die Stiele relativ kurz abschneide und dann mache ich mir hier so ein bisschen Platz mit dem ich angefangen habe. Hier hatte ich ja angefangen und bin hier so rumgegangen. Und dann setze ich das einfach, dieses Bündel, noch hier unten drunter, halt dann die Stiele ein bisschen fest und gehe dann nochmal mit meinem Bindfaden, mit meinem Nähgarn um diese Stiele rum. Da muss man so ein bisschen sich da rein und rumfriemeln. Das mache ich dann auch mit meinem Faden so 2-3 Mal immer auf jeden Fall, damit das dann wirklich gut hält.
Und dann drehe ich das Ganze um, schneide meinen Faden ab und lasse den einfach in meinem Kranz irgendwo verschwinden. Da gehe ich einfach rein. Und dann ist der auch eigentlich nicht mehr zu sehen. Ihr seht, so sieht das von hinten aus. Und jetzt kann ich auch meinen, das ist ja alles Naturmaterialien, also von daher, ich kann das auch immer noch nachträglich so ein bisschen biegen und anpassen. Was ich am Anfang nicht gesagt habe, es sollte natürlich der Kranz kleiner sein als die Glasschale, dass ihr das Ganze auch noch ein bisschen reinlegen könnt ins Wasser und dann sozusagen auch die Stiele, die ja da angepasst sind, auch noch ein bisschen in Wasserkontakt kommen. Aber selbst wenn ich den einfach nur so auf den Teller legen würde, würde der sich auf jeden Fall ein bisschen halten, so ein, zwei Tage auch ohne Wasser, mit Wasser natürlich noch länger. Und ich kann Mutterkraut auch wunderschön eintrocknen lassen. Ihr könnt natürlich auch diverse andere Blüten nehmen für eure kleinen Sommerkränze. Ich habe hier zum Beispiel einen Kranz richtig klein, einen Kleinkranz gemacht mit Storchschnabel. Das ist die Sorte, die ich euch im letzten Video vorgestellt habe und von der ich echt richtig begeistert bin. Das ist Plenum Violaceum. Ich verlinke euch das auch noch mal in der Videobeschreibung. Und das sieht natürlich auch hübsch aus, wenn man einen größeren Kranz auf eine Glasschale legt und dann einen kleineren Kranz in die Mitte. Und jetzt ist die Frage, würdet ihr hier noch eine Kerze reinstellen? Das sieht natürlich auch richtig neckisch aus mit diesen zwei Kränzen. Und ja, das auch farblich gesehen ist das natürlich sehr interessant, da ein bisschen für Abwechslung zu sorgen mit zwei verschieden großen Kränzen. Hier seht ihr nochmal den Mutterkrautkranz und in der Mitte den Storchschnabelkranz. Ja, also schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euch auf einen Kranz beschränken würdet und wenn ihr beide Kränze nehmt, fehlt euch in der Mitte eine Kerze. Das wäre vermutlich noch der Clou auf einer Kaffeetafel zum Beispiel. Ja, schreibt mir gerne. Ja, wenn ihr meinen Deko-Kanal noch nicht abonniert habt, macht das doch einfach, um keine Idee mehr zu verpassen. Dann wünsche ich euch erstmal eine richtig schöne Woche und bis bald.